Nell, hast du mich vermisst? Keine Ahnung, ich kenne dich ja keine. Eine eingeklinkte Reminiszenz. Wusste ich's doch, dass dir das gefällt. Ich will mein Gedächtnis zurück. Alles ist hier. Du brauchst nur zu schauen. Ihre Spielchen machen mir keine Angst, Madame. Bald, meine Kleine. Sehr bald. Was sind das für... Also... Ich verstehe... Ja, Ja... Hä? Jetzt bin ich im eigenen Verstand gefangen oder irgendwie sowas. Also das ist so ein bisschen... Ist das so ein bisschen die Batman-Scarecrow-Szene aus Arkham Asylum? Kann das sein? Ja? Dass wir so ein bisschen... Batman-Scarecrow-mäßig... Ich soll springen. Es sieht schon ein bisschen stark danach aus. Trauma Unit, Trauma Room, Room A. Mhm. Trauma. Jo. Okay. Ich habe ein neues Spiel. Ein besonderes Spiel. Nur für dich. Willst du eine Privatstunde? Ich schätze nein, aber ich schätze auch, ich komme nicht wirklich drum rum. Gehorche! Oh Mann. Aua, danke. Dein Widerstand begeistert mich, Schatz. Moment, ich möchte oben bitte. Ich möchte oben. Ja, genau. So, nu? Du hast nichts gelernt, während du weg warst. Ich darf die wegschießen, wenn ich die. Spielen wir noch einmal. Okay, ich verstehe. Ich muss... So, was nun? Darf ich überall lang laufen? Okay. Das schaffst du nicht. Wie? Das wollte ich eigentlich nicht. Ich wollte eigentlich die Alte da abballern. Ich muss genug von ihren Lakaien besiegen. Nein, so einfach geht's nicht. Moment. Logikbombe. Gute weg. Lass doch mal. Bekämpfe nicht die Lust, mich anzubeten. Die was? Warum? Ich war doch weggesprungen. Hör doch mal auf. So, Kinder. Wir gehen. Bang. Jetzt gibt's ordentlich ins Gesicht. Genug davon. Du besiegst mich nicht. So, was nun? Also dieser super... Lauf, Liebling, lauf. Ja, super. Okay, also weglaufen ist jetzt wirklich Trumpf oder was? Ja, aber nur innerhalb dieser weißen Klötze. Okay, ich verstehe. Schön, dich wiederzusehen. Und bis wann?
So einfach kriegst du mich nicht. Ja, also ich muss wohl diesen Super Stun hier einsetzen. Oder war es gerade die Logikbombe? Ich weiß es gerade gar nicht. Das könnte auch die Logikbombe gewesen sein. Schön, dich wiederzusehen. Und dann muss ich irgendwie gucken, dass sie da in einem, also sie ist sowieso generell irgendwie in einem Radius anscheinend. Ich laufe nochmal hier rum. Nochmal hier rum. Hier rum. Die Alte rastet halt gerade ein bisschen aus, ist ja okay. So einfach kriegst du mich nicht. In der Frau, und da weiß man, dass die Emotionen nicht so stabil sind. Das ist voll sexistisch. Ja, und. Moment. Bombe. Genau. Bombe. So, ich muss weg. Das schaffst du nicht. Wie? Ah, immer noch welche über, oder was? Dann hier mit. Bremsen dort. Hau rein. Bang. Was denn? Vielleicht ist sie sauer mit mir. Kann ich auch anstellen, ey. Nur weil ich dir ein bisschen ins Gesicht haue. Typisch Frau, muss direkt alles persönlich nehmen. Das ist doch eine Mädelsfight. So einfach geht's nicht. Ja, offensichtlich. Ich bin schon ein hartes Stück Arbeit hier. Zumindest probiere ich das. Verwenden Sie Sensenlos, um Madame aufzuhalten. Ja, habe ich jetzt mittlerweile auch mitgekriegt, dass es daran hängt. Bekämpfe nicht die Lust, mich anzubeten. Moment, das war Kombi, ne? Ne, halt, warte, erst den Schlag, dann Tritt, Tritt. Nein, 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 falsche. Oh, jetzt, ja, und jetzt kommen natürlich das noch schaffst du nicht. Die Robotnik dazu. Natürlich kommen jetzt auch noch möchte gerne Robotnik. Alter. Hör doch mal auf. Bekämpfe nicht die Lust, mich anzubeten. Die Lust, dich anzubeten, Fräulein. Wenn ich dich gleich in die Finger kriege, werde ich dir unglaublich wehtun. Pass auf. Nein. Nein, Moment. Der Knopf. Schön, dich wiederzusehen. Und jetzt. Unglaublich in die Fresse, du blödes, dummes. Ups. Ja, okay. Man hätte ja auch noch. Also, ich bin jetzt bereit für eine diplomatische Lösung. Was nun? Also, ich habe jetzt gerade mal die Hälfte. Komm zu mir! Komm zu mir, Nillen. Finde mich, wenn du kannst. Oh Mann. Das ist so langweilig. So, hau rein. Viel Spaß mit der Bombe. Oh nein, nee, nee. Da reagiert sie also allergisch drauf. Alles klar, hab ich verstanden. Okay, also ich muss gucken, dass ich der Sensenbot wieder bereite. Solltest du für immer bleiben. Aua. Du hast nichts gelernt, wenn du weg warst. Hab ich ja. Konzentrier dich, gefährlich. Oh, fuck it. Du bist mein. Okay. Oh
Oh, ich muss echt aufpassen. Ey, wir werden von allen Ecken und Enden, wenn wir hier beschossen. Das ist echt. Ja. Moment, ich kann mir hier wieder was abziehen. Ich werde wahrscheinlich wieder kurz zurück schlagen. Treten. Ausweichen. Ah, das war nicht ausweichen. Das war, ich hätte E drücken müssen. Fuck. Sonst gab es immer nur drei Punkte. Für mich. Nee, will ich nicht. Wo bist denn du? Fräulein Grausam. Aua. Dein Widerstand begeistert mich, Schatz. Nee, ich möchte doch nur auf sie schießen. So. Denn? Ist das die richtige? Ich nehme die wieder. Nein, das war die falsche. Knie vor mir. Huldige mir. Ja, toll. So, Sensen-Dingsbum. Pass. Wo ist sie hin? Gehorche! Ah, das war die falsche. Ach doof. Richtig doof. Oh Mann, ich hätte es gerade eben schon beenden können. Oh, und jetzt ist überall wieder diesmal hier Winkiebel am Start, solltest du für Alter. Immer bleiben. Ah, fuck it. Woher kann ich denn rausfinden, welche dann die echte ist? Dein Widerstand begeistert mich, Schatz. Komm zu mir, Nillen. Finde mich, wenn du kannst. Du warst doch immer so. Ach Mann. Woher kann ich denn rausfinden, welche die echte ist? Aua. Bitte zu mir. Die. Ach. Doch scheiße. Solltest du für immer bleiben. So. Woran kann ich erkennen? Flackert eine weniger. Die sehen alle genau gleich aus. Dein Widerstand begeistert zu Minilin. Finde mich, wenn du kannst. Ja, die flackert genauso viel, die auch. Ich sag die hier. Nein. Dann die hier. Nein, natürlich nicht. Nee. Warum war es jetzt die? Deine die sahen alle genau gleich aus. Vom. Verstehe ich nicht. Also wer gerade da ein bisschen Unterschied gesehen hat, der. Ich bitte drum. Für später, damit ich. Möchte ich nicht sterben. Diesmal solltest du für immer bleiben. Nein, das ist doch der falsche gewesen. Warum? Das ist total dumm. Das Aiming ist für den Arsch. Aua, danke. Darf ich die jetzt bitte abschießen? So, und jetzt möchte ich ihr bitte ins. Nein, das war natürlich die falsche. Dann hau ich die. Dann nehme ich die da drüben. Das war. Ich verstehe es nicht. Och man, das ist doof. Das ist wirklich doof.
Kann mich bitte einen Tipp kriegen? Woran sehe ich das denn? Gehorche! Ich probiere es gleich an. Warte. Ich habe eine Idee. Weiß ich nicht, ob sie funktioniert. Dein Nein, Widerstand begeistert mich. Ich komm zu mir, Nille. Mann. Finde mich. So, finde mich. Fick dich ins Knie, wir machen das Ding. Du zwingst mich nicht. Wie kannst du es wagen? Eine Frechheit! So, terminieren. Ich soll hauen. Dann soll ich als nächstes treten. Dann soll ich entern. Noch irgendwas. Okay, dann habe ich ausweichen. War nicht genug ausgewichen. Doch, vielleicht. Weiß man nicht. Doch, war ausweichen war gut. So, und jetzt habe ich die auffrittiert, die alte, oder was? Nun, sie hat immer noch... Madame, überlasten. Also soll ich jetzt den nächsten... Naja. Und ich bin mir wirklich nicht sicher, ob wir die Guten sind. Weil normalerweise unterscheidet den Guten von dem Bösen das Vorgehen der Sache. Schule ist aus, liebe Madame. Der Force-Spammer bewegt Geräte aus der Ferne, indem er ihre Kontrollsysteme überlastet und in ihren Prozessen eine konstante Menge wertloser Daten einlagert. Madame ist ausgeschaltet. Nimm ihren Force-Spammer, um die Gedächtnisserver aufzuknacken. Krass, ist das für ein Scheiß jetzt gerade? Ah ja, okay, also das ist so ein bisschen Telepathie dann, Telekinese, die ich dann kann. Was ist... Ja, und nu? Halten Sie den Server eingeloggt, um... Bewegen, ja, wo denn? Was denn? Wo, ja, soll ich da rein? Soll ich da rein? Man weiß es nicht. Was soll ich tun? Deiner Seite. Ah, okay. Okay. Ah, okay. Ich muss ihn jetzt zu den verschiedenen Stationen bringen. Ich verstehe. Aber so nicht. Da oben. Ah. Alles klar. So, jetzt wird er hier auch wieder aufgeladen oder was? Oder Ziel erreicht? Befreien Sie Ihre Gedanken, ja, Häftlinge, irgendwas? Gedächtnisbefriedungsprotokolle ausgeklinkt. Synchronisiere Backup mit Ursprungsspeichermedien. Du hast es geschafft! Du hast die Terroristenrevolution neu gestartet! Alle unsere Kameraden haben ihr Gedächtnis wieder! Ich bin mir gerade nicht sicher, ob das gut ist. Zelle um Zelle geschändeter Gehirne. Alle bekommen ihr gestohlenes Gedächtnis zurück. Die Neugeburt. Noch ruhelos sind ihre Köpfe voll Zorn. Die neu gewonnene Freiheit befeuert vom Hunger nach sofortiger Tat. Und
totgeglaubte Überzeugungen. Gestärkt in der Gefangenschaft entsteigen sie dem Chaos, eine neue Menschlichkeit zu schmieden. Nichts hält unsere Kameraden auf. Eine neue Menschlichkeit, wo ich gerade alle Amok laufen. Wo ist mein Gedächtnis? Ich fühle nichts. Keine Sorge. Wenn etwas hier funktioniert, dann ihre Backups. Deine Zeit wird kommen. Edge! Die Wiederherstellung war nur partiell. Es gibt immer noch Löcher. Ich fühle es. Weiße Flecken. Das war nicht alles. Komisch. Vielleicht hat Madame dein Gedächtnis woanders hin übertragen. Ja, geil. Oh Gott, mein Verbrechen. Ich erinnere mich. Ich habe ihn getötet. Okay. Vielleicht war das Sir, ein bisschen die Zeremonie im Gericht beginnt in Kürze. Wir sind auf dem Weg in... Ich weiß, Warte eine Minute. Anruf Alexia. Verbindung unmöglich. Bitte Nachricht hinterlassen. Alexia, verdammt, ruf an. Ganz Paris schaut sich meine Ernennung an. Du kannst mich nicht hängen lassen. Ich brauche dich dort. Nachricht aufgezeichnet. Egoistische Kuh. Ah, da ist wieder gerade, ne? So guck auf, welche Entfernung dieser... Vorlands Erinnerungen, 4 Tage zuvor. Also irgendjemand hat sie umgebracht, oder was? Die Trennung. Trennung von was? Egoistische Kuh. Ist ein Polizist oder was? Ich gab dir alles weg, ohne Murren, meine besten Jahre. Blödsinn. Du ruinierst meine Karriere, bevor sie anfängt. Weil ich auf einem Foto nicht neben dir stehe? Du schwindst, Frank. Ich habe keine Lust mehr. Alex, wage es nicht zu gehen. Fick dich, Frank. Genau, das ist das beste Alex. Verhalten, damit eine Frau nicht geht. Ah, okay. Na, ja, da muss man ja nicht viel verändern. Ja, guck doch mal. Wie ist das nochmal? Warte mal, Q drücken, ne? Nee, wie ist das denn nochmal? War ich auf einem Foto? Hab ich doch, wie ist es denn nochmal? Ich muss so machen und dann... Genau, so, jetzt ist hier nämlich erstmal... ich auf einem Foto nicht neben dir stehe? Ja, 2 Erinnerungsstörungen sind gleichzeitig verfügbar. Ein Beistelltisch, was denn? Schmeißt er den nach ihr? Verwenden Sie inzwischen hin und her. Ja, dann machen wir die erstmal. Okay, das war gut. Ich hab keine Lust mehr. Alex, wage es nicht zu gehen! Ich möchte aber nicht, dass der. Also. Wenn wir den dazu bringen sollen, dass er seine Alte umbringt, dann ist es doch wahrscheinlich am allerbesten, wenn wir... Ah, warte mal. Ich muss wahrscheinlich sowieso... Ja, ist egal. Ich muss wahrscheinlich komplett die Erinnerung so weit zurückdrehen, dass der die Waffe gar nicht wegwirft. Genau. Genau. Waffensicherheit.
Nee, halt. Dann ist er selber tot. Das geht nicht. Das ist ein Erinnerungsfehler, ja. Aber wir können noch... So, da fängt die Erinnerung an. Egoistische Kuh. Und... Ja, okay, da kann ich die Waffe noch nicht manipulieren, weil ansonsten wäre die ja jetzt schon losgegangen. Genau. Dass der Koffer irgendwie fehlerhaft ist, das heißt, sie müsste ihn wahrscheinlich nochmal rückholen. Jetzt können wir die Waffe auch entriegeln. Sag ich noch, ein Foto nicht nehmen. Hier stehen. Ja? Und dann BASD, machen wir mal die Kippen irgendwas. Genau. Alex. Ah, guck mal. Wag es nicht zu gehen! Nee, das kann ja, das kann so auch nicht sein. Das heißt, ich muss... Du schwindst. Nimm Foto nicht. Ich muss hier, statt die Kippe, muss ich den Beistelltisch verschieben. Damit er dann... Alex, wag es nicht zu gehen! Ah! Hier schießen? Du kippst ja gleich um. Ach komm, Frank! Du entsicherst doch nie! Ja, nice! Alex! Genau so haben wir das gedacht. Also, nicht nice und nicht genau so, aber das klingt jetzt. So war es vom Spiel gedacht. So. Eine sehr, sehr grausame Macht, die man da über den Verstand anderer Menschen entwickelt. Sir, wir kommen, um Sie zum Gericht zu begleiten. Wir können nicht länger warten. Schweine. Deswegen kriegt ihr mich nicht. Es war ein Unfall. Den Gefallen tue ich euch nicht. Tut mir leid, Alex. Tut mir so leid. Ja. Yep. Also, mal ganz im Ernst, was hat die denn erwartet, okay, gewonnen, was der Frank tun wird? Frank! Ja, das sah jetzt aber nicht aus, als würde die sich. Das sah eher aus, als würde die sich freuen, weil der irgendein Geburtstagsgeschenk gemacht hat. Also, das war jetzt diese typische Anime-Bewegung. Nicht, oh mein Gott, der hat sich erschossen. Der Überfall auf die Bastille brachte nur weitere Täuschung und emotionale Löcher. Sicher, Madames Herrschaft ist zu Ende. Aber meine Vergangenheit bleibt mir dennoch fremd. Ja. Ohne mein Gedächtnis habe ich keine andere Wahl, als Edges Anweisungen mit hohler Überzeugung zu folgen. Und obwohl die hier erlebten Gräuel mich zur Erroristin machten, nagt mir die wiedergewonnene Erinnerung an meine Untat an der Seele. Ich trieb jemanden in den Selbstmord. Was habe ich sonst getan? Schlimmer? Edge sieht nur Grund zum Feiern. Unsere befreiten Genossen haben sich rückbesonnen und den Kampf gegen die Sensen-Technologie neu aufgenommen. Und jetzt will er das Rückverwandlungsprojekt ins Herz treffen und Memorize auf ewig zerstören. Sein Plan? Die Bienenkönigin fangen. Cilla Cartier-Wells, Präsidentin von Memorize. Ich muss ihr Weltbild remixen, ihre Vergangenheit entzerren und ihr Herz erweichen. Und so fragte ich mich,
Ist ein Sieg den Verlust meiner Seele wert? Hebt ein Verbrechen ein anderes auf? Die alte Nillin schien es zu wissen. Doch diese Nillin, sie hat keine Ahnung. Das ist eine Frage, die die sich jetzt stellt, nachdem die auf den Weg bis hierhin schon Dutzende von Leuten geistig verkrüppelt hat. Alter Finne. Also, nun ja. Und das ist ja jetzt auch nicht der ist ja, oh Gott. Das Thema, das Diskussion, Alter, Diskussion. Du wirst die Memorize-Zentrale infiltrieren. Finde diese Hündin Zilla und mach Schluss mit ihrem Rückverwandlungsprojekt. Vernichte ihre irre Vision. Sie darf keinesfalls eine Liebe-Armee aufbauen. So, kann ich mir hier neue Erinnerungen? Ich möchte Kung Fu können. Nein. Hier kann ich wohl nicht lang, sonst bin ich wohl tot. Ach, warte mal. Ah, es geht nur kurz. Ah. Ah ja. Okay, also ich kann auch, natürlich kann ich Sachen festhalten und dann laufen. Habe ich doch eigentlich schon festgestellt. Hier laufen jetzt irgendwie überall diese Liebhaber rum, kann das sein? Geschäfte sind leider auch alle geschlossen immer. Es wäre ganz schön, wenn man... Na, wobei, ist nicht unbedingt... Wäre schön, aber ist ja eigentlich gar nicht notwendig, dass man irgendwo irgendwelche Tätigkeiten ausführt oder so. Also im Sinne von, ich muss jetzt unbedingt einen Kaffee trinken oder sowas. Ist ja nicht nötig. Ich will hier wieder raus! Ich will hier... Geht nicht. Okay. So, dann... Oh, nein, nein, nein! Nein, nein, nein! Nein, nein, nein! Ich will doch den anderen angreifen! Das ist nicht dein Problem! Ach, voll leid. Ich mach mal so. Lock. Oh Mann. Hier gerade eine Combo zu machen, Mann. So und dann wieder so. Warte. Nee, halt. Ja, okay. Also man muss unglaublich viel Timing besitzen und also hier genau die Schläge abwarten etc. Wie sich mittlerweile ja schon ein bisschen rausgestellt hat, ist es nicht unbedingt immer so bei mir der Status quo. Was soll das? Muss ich hier lang?